So, die nächsthöhere Stufe bei der Programmierung von Cantao wäre wohl jetzt, nachdem InsertTech ein Inhaltselement, die findet man ja hier unter Elementtyp, Textelemente wie Überschrift, Text, HTML, Aufzählung, Tabelle, Code oder Markdown. Markdown interessant, gehört also neuerdings zum Core. Und so ein Element wollen wir uns mal bauen. Und dazu schaue ich mir aber die vorhandenen Elemente an. Und danach werden wir uns mal was zusammenbasteln. So, und der erste Anlaufpunkt. Ich nehme meine vorhandene Klasse, die ich bereits bei dem InsertTag benutzt habe, beziehungsweise ich nehme die Dateien dort und fangen wir wieder mit der config.php an. Dazu gucke ich mal in einer vorhandenen, ich schaue mal in meine, na, wo ist sie? Hier die chess-table-Erweiterung, in die config.php. Da haben wir hier, wenn wir ein Content-Element anmelden wollen, dann kopieren wir uns das mal. Gehen wir hier wieder rein und fügen das einfach mal zu. Und das nenne ich jetzt ja, mein Inhaltselement hoch. So, was wird hier gemacht? Erstmal wird dem Array tlc.de bekannt gegeben, in welcher Region dieses Element angelegt werden soll. Und zwar in dem Fall hier wäre es in der Schachregion, da wollen wir aber gar nicht hin. Die Region, das sind hier Textelement, hier die fetten Überschriften. Das sind die Regionen. Hier in dieser Installation gibt es natürlich keine Schachelemente. Und wenn wir das jetzt so einfach mal abspeichern würden, ich bleibe mal beim Schach. Und jetzt aktualisiere ich mal. Und dann schauen wir mal, ob hier sich schon was getan hat. Ah, hier gibt es schon. Da unten taucht es auf. Im Bereich Schach. Mein Inhaltselement. Und damit das auch schön formatiert ist, werden wir uns erstmal ein Languages-Verzeichnis anlegen. Dort ein Unterverzeichnis.de und dann kopiere ich einfach mal ja, nehme ich das hier, die DVPHP. Hier ist nämlich schon festgelegt, habe ich hier. Was kann ich hier rausschmeißen? So, CTE Schach. Wenn das der Fall ist, soll also Schachelemente als fette Überschrift angezeigt werden für den Abschnitt. Und was haben wir hier noch? Dann haben wir hier mein. Jetzt muss ich überlegen. Genau, mein Inhaltselement muss übersetzt werden. Und das legen wir hier einfach nochmal mit an. Und in 0 steht also das hier, mein Inhaltselement. Ach, dass ich immer hier falsch schreibe. Und hier steht dann die Beschreibung dafür. Beschreibung für das Element. So. Speichern.
Wo genau jetzt die Beschreibung eigentlich verschwindet, weiß ich nicht. Ich habe mal gesehen, dass in Version 2 von Kantaro, dass man, glaube auf der Startseite, da konnte man sehen, welche Module installiert sind und welche Beschreibung die haben. So, jetzt schauen wir mal hier, ob bei Schachelemente haben wir zu stehen und mein Inhaltselement. Und wenn wir dann darauf gehen, wenn wir das mal wechseln, gibt es hier noch überhaupt nichts einzustellen. Wir können das jetzt speichern. Von mir aus auch mal speichern und schließen. Und dann steht hier halt mein Inhaltselement. Jetzt haben wir praktisch schon ein Element, aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Und da schauen wir uns mal wieder bei anderen Sachen ab. Und zwar müssten nicht unter Languages, sondern jetzt müssen wir jetzt gehen wir an den DCA ran. Jetzt der DCA beschreibt die Tabellen und Felder, die in der Datenbank angelegt werden und wie Formulare aussehen. Das beschreibt der DCA. Wir legen uns ein Unterverzeichnis DCA an. Und jetzt mache ich es mir wieder einfach und von meiner Chess-Table-Erweiterung kopiere ich mir die tail-content.php. Der Name ist zwingend vorgeschrieben. Damit weiß Contao, dass es hier um die Tabelle TL Content steht, wo die ganzen Inhaltselemente ihre Inhalte verewigen. So, was brauchen wir hiervon? Ich glaube, ich klappe mal hier die Funktionsliste ein. Selector brauchen wir erstmal nicht. Dann Subpaletten brauchen wir auch nicht. Ich breche hier kurz mal um. Dann hieß unser Element ja nicht Chess-Table, sondern Tech-Klasse mache ich mal zu. Unser Inhaltselement hieß mein Inhaltselement. Das kopieren wir uns. Und dann schmeißen wir hier erstmal alles raus, was hier noch drin ist. Und die Felder nehme ich auch erstmal raus. Kopiere mir das später. Wir wollen ja sehen, was los ist. So, was habe ich hier erstmal festgelegt unter Palettes? Der Palette. Die Palette ist unser Formular. Und das hier zeichnet einen Abschnitt praktisch mit den geschweiften Klammern. Was dort dann steht, das wird über die Languages definiert. Und dann haben wir ein Feld Type und ein Feld Headline. Das Ganze schauen wir uns mal an im Backend. Wir aktualisieren mal. Und da haben wir schon die Headline. Oben ist, wie gesagt, Type. Und hier die Headline. Übersetzen brauchen wir nichts. Das ist die Type Legend, die Abschnittsüberschrift. Die hier, dann kommt Type und dann kommt Headline. Und dann können wir noch ein paar Standardelemente dazu nehmen, die eigentlich zu jedem Inhaltselement gehören. Ich kopiere jetzt mal wieder. Was hatten wir hier? Da hatten wir hier, ich glaube hier, das ganze Zeug hier können wir nehmen in unsere TL Content. Müssen wir ein Semikolon machen. Beendet einen Abschnitt. Dann kommt ein Abschnitt Protected Legend. Den Namen kann man frei wählen.
mit einem Doppelpunkt kann dann eine Option mitgegeben werden, in dem Fall Hide. Das heißt, dieser Abschnitt Protected Legend ist zugeklappt am Anfang. Der hat ein Element Protected, das ist im Core definiert, genauso wie hier vorne Type und Headline. Dann kommt die Expert Legend, die ist ebenfalls zugeklappt, dieser Abschnitt, und dort sind drei Elemente definiert. Die gibt es auch im Core und die müssen wir deshalb nicht hier weiter festlegen im DCA. Und dann gibt es die Invisible Legend, ob das ganze Element sichtbar sein soll, die Start- und Stoppzeit, von wann bis wann das angezeigt werden soll. Das brauchen wir auch nicht definieren. Ich speichere das Ganze mal ab und wenn wir dann aktualisieren, dann ist unser Formular schon etwas größer. Hier unten sieht man zugeklappt, die Option war Hide, und wir sehen, die Elemente werden alle aus dem Kern von Contao geholt und sind bereits in der TL-Content-Tabelle in der Datenbank drin. Die müssen wir also nicht extra anlegen. Wenn wir jetzt neue Felder machen wollen, sollten wir möglichst eindeutige Namen nehmen, und das werden wir jetzt mal machen. Wir werden uns ein neues Feld anlegen. Die Standardfelder lassen wir mal drin. Das ist immer ganz gut, wenn man das hat. Und was nehmen wir da für ein Inhaltselement? Vielleicht schauen wir uns das mal irgendwo ab, was wir da für Möglichkeiten haben. Eine Text-Area ist vielleicht ganz nett. Dann nehmen wir das doch gleich. Aber hier ist, glaube ich, der... Ah, hier ist der VisiVig-Editor nicht online. Hier steht was von Code Mirror. Aber den werden wir uns schon mal kopieren. So. Fügen wir ein Feld hinzu. So, das kürzen wir jetzt mal ab. Dann müssen wir jetzt einen eindeutigen Namen nehmen. Wir könnten jetzt natürlich auch das Feld Type nennen. Dann würden wir aber das Core-Feld von diesem Typ praktisch überschreiben, weil es ja schon definiert ist. Und das hat dann irgendwie schlechte Nebeneffekte, und deshalb nehmen wir unsere eigene Suffix, mein CE nenne ich das, und Text, mein CE Text. Dann legen wir gleich für das Label eine Language-Variable an, die heißt dann wie unser Feld, mein CE Text. Exclude, was war das? Soll. Ja, exclude. Wenn ich das jetzt wüsste, was es genau war, aber hat vielleicht irgendwas mit den Optionen zu tun, die man, ob man das Feld durchsuchen kann oder irgend sowas. Ne, das war hier Search. Also durchsucht werden kann das Feld. Exclude weiß ich jetzt nicht genau. Input Type legt die Art des Feldes fest, also eine Text Area. Eval, da sind einige Optionen, werden dann einem Array übergeben, zum Beispiel soll HTML möglich sein in dem Feld. Eine CSS-Klasse wird mitgegeben, Monospace brauche ich eigentlich nicht. Als Reach-Text-Editor wird der Code Mirror verwendet, HTML-Modus soll das wohl heißen. Und der Hilfe-Wizard, der soll eingeschaltet werden, wobei wir dem ja eigentlich noch Text mitgeben müssten. Das zeige ich dann gleich. Und SQL ist Text 0, das heißt, dieses Feld mein CE-Text muss in der Datenbank angelegt werden. Denn wir machen das spaßeshalber mal nicht, wir rufen erstmal auf unser Element.
Es ist natürlich noch nicht da, denn wir müssen es noch einbinden in unsere Palette. Wo werden wir das reinpacken? Wir legen einfach eine neue Legende an. Die nennen wir mein CE Legend, Komma. Oh, hier ist das Komma. Und da soll das Feld mein CE-Text angezeigt werden. Semikolon nicht vergessen, damit der Abschnitt beendet wird. Speichern wir das Ganze und testen. Ui, da geht schon los. Fehlermeldung. Jetzt sollten wir vielleicht mal reingucken. System Logs, was er hier ausspuckt. In Array expects Parameter 2. Import unser Text, Tag, Typ, Phase, Index, Run. Hilft mir erstmal nicht weiter, aber ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass ich wundert mich, dass es hier im Backend passiert. So, ich gehe mal auf die Erweiterungsverwaltung und auf Datenbank aktualisieren. Und da sagt er mir, dass hier ein Element mein CE-Text in der Tabelle Tel-Content angelegt werden muss. So, dann gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, jetzt crasht es nicht. Eieieiei. Wo ist hier der Fehler? Mein CE Legend. Ich werde hier mal rausschmeißen, speichern. Hier unten wird ja alles richtig sein, hoffe ich mal. So, aktualisieren. Das ist jetzt da. Dann fügen wir das wieder ein. Dann muss der Hase ja hier begraben sein. Tja, auffallen tut mir jetzt nichts und die Fehlermeldung, die hilft mir jetzt auch nicht so richtig weiter. Ich werde hier einfach mal was rausschmeißen und aktualisieren. Jetzt haben wir hier schon mal eine Textarea. Halt. Eval, Class Monospace, RTE. Das sieht eigentlich alles ganz sauber aus. Vielleicht gibt es ja den Code Mirror nicht. Ich schaue mal in den Core. Das hilft manchmal weiter. Und was haben wir denn hier so schönes für Felder für eine Textarea? Full Size, HTML, Mandatory. Vielleicht gibt es ja den Code Mirror nicht mehr. Ich nehme mal den ACE.
würde jetzt natürlich heißen für meine Erweiterung Chastable, dass die nicht mehr so richtig funktioniert. Ja, also Code Mirror gibt es offensichtlich nicht mehr. Da wäre meine Chastable-Erweiterung also nicht mit der Contaro 3.3 kompatibel. Aber den Code Mirror wollen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen einen richtigen Texteditor. Und suchen wir mal nach dem Tiny. Den gibt's gar nicht. Bin ich etwas verstört. Vielleicht nennen die den ja auch hier anders. Ich suche mal nach RTE. Tiny MCE gibt's doch. Also ich weiß nicht, was er hat. So. Wir kopieren uns hier mal das Ganze. Evil. So. Holen wir uns das wieder ran. Und aktualisieren das Ganze. Da ist der Tiny. Den haben wir jetzt mit folgenden Optionen hier drin. Mandatory True, das heißt ein Pflichtfeld. Deshalb ist das Sternchen auch hier oben. Und Help Wizard of True. Deshalb ist auch ein Sternchen drin. Und ja, damit den will ich jetzt nicht, da ich jetzt keine Lust irgendwas zu befüllen. Deshalb werde ich das auf Fall so setzen. Und ansonsten, ja, müssen wir jetzt noch die Übersetzung anbringen. Mein CE Legend und mein CE Text. Und das mache ich dann in meiner, nicht in der Default PHP, sondern da gehe ich wieder, kopiere ich mir wieder rüber. Content, mach die mal auf. Schwuppdiwupp, was brauchen wir hier? Hier unten haben wir unsere Legenden und da benennen wir jetzt hier die um. Mein CE Legend. Einstellung nennen wir das. Mein CE. Das hier schmeiße ich erstmal wieder raus. Das brauchen wir nicht. Wo ist hier? Hier oben. Hier steht mein CE Legend. Und das haben wir jetzt. Dem haben wir jetzt eine Übersetzung gegeben. Dann haben wir hier mein CE Text. Und den nenne ich einfach halber hier trägst du deinen Text ein. Speichern. So. Dein Text ist also die Überschrift von dem Element und das ist die Hilfeoption im zweiten Arrayfeld. Das überprüfen wir jetzt. Und hier steht dein Text und hier drunter steht die kleine Hilfe. Und dann können wir auch schon loslegen, indem wir einfach einen Text einschreiben. Das ist die Ausgabe meines Inhaltselements. So, speichern. Jetzt gehe ich nochmal zurück.
Theoretisch müsste jetzt im Backend, ja, wird leider nichts angezeigt. Da gibt es aber Möglichkeiten, das einzustellen. Jetzt schauen wir uns das mal im Frontend an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Weil, da müssen wir jetzt mal weitergehen. Also den DCA haben wir jetzt geschrieben. Jetzt müssen wir aber noch in der Ausgabe irgendwie feilen. Und zwar brauchen wir, ja, das Wichtigste, ein Template brauchen wir natürlich. Okay. Da gibt es hier einen Ordner, den müssen wir nur anlegen, Templates. Und da kopieren wir uns hier mal, wir brauchen nur die HTML5 Version und die nenne ich mal mein CE Unterstrich, also diese Präfix CE, die zeigt an, das ist ein Content Element. So, hier schmeißen wir mal erst einiges raus, was wir jetzt nicht brauchen. Und Headline, bla bla bla, Tabelle, das schmeißen wir auch erstmal raus. Das Template haben wir jetzt. Das reicht aber noch nicht, denn jetzt brauchen wir noch eine Ausgabeklasse. Da gehen wir unter Classes, legen uns hier, oder ich kopiere mal besser gesagt. Das habe ich hier, Chess Table, das nenne ich jetzt einfach Content Klasse. Ruf das auf. So. Dann sollten wir möglichst denselben Namen nehmen wie der Dateiname. Content-Klasse Extends Content-Element. Hier können wir das Template festlegen. Mein CE hieß das. CE, mein CE, das schmeißen wir hier raus. Funktion Compile. Die. Brauchen wir jetzt erstmal nicht so direkt. Wo ist hier, wo wird hier unser Template zugewiesen? Wahrscheinlich bin ich blind. Ach hier, okay. So. Funktion Compile. Return ist nicht unbedingt nötig. Die Funktion hier können wir rausschmeißen, die brauchen wir nicht. So, mein CE. CE, mein CE ist mein Template, das wird hier angesprochen. Die Funktion Compile ist dafür verantwortlich, dass hier etwas ausgegeben wird. Template Klasse, werden wir mal mein CE festlegen. Und bei Content, da wird jetzt praktisch unser Element abgefragt. Mit dem Vista vor. Und dann können wir direkt auf den Spaltennamen aus der TL Content zugreifen. Wie hieß der doch gleich? Also der Feld- oder Spaltenname mein CE-Text. Mein CE-Text. Und der soll der Template-Variablen Content zugewiesen werden. Und da müssen wir jetzt Template gehen. Wir müssen hier natürlich Content ausgeben. Oder so, wir geben das einfach auf. Also, jetzt kopiere ich wieder. Zack. Und wir greifen hier direkt auf Content zu, auf die Template-Variable. So, haben wir noch was vergessen?
Autolot. Okay. Na, hier wollen wir nicht rein. Gehen wir wieder in den Autolot Creator, denn jetzt wird die Autolot PHP verändert. Wir schauen uns das mal live an. Ich rufe mal die Autolot PHP auf. Das ist also zurzeit der Inhalt der Autolot PHP und hier wird jetzt gleich was dazukommen. Meine Tags, genau. Bestehende Dateien überschreiben, Autolot-Dateien erstellen. Wurde erstellt. Soll neu geladen werden. Im Hintergrund beobachten, was sich verändert. Und schon haben wir eine neue Klasse drin. Die Klasse Content-Klasse in der Datei Content-Klasse PHP. So, wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben, dann müsste in der Vorschau von unserem Home-Artikel etwas zu sehen sein, ist aber nicht. Warum? Hier ist leider auch nichts. Gehen wir nochmal direkt rein. So, das ist die Ausgabe meines Elements. So steht es dann auch in der Datenbank drin. Und ich glaube, der weiß noch gar nichts von meinem Template. Das muss in der Config, da fehlt noch das Template. Ach nein, ist ja drin. Template Loader, Add Files, Array, CE, Main CE, das steht drin. Also das sollte eigentlich klappen. Jetzt muss ich nochmal die Config vergleichen. Config PHP. Was denn hier alles noch drin steht, da ist. Ja, eigentlich ist hier alles drin. Aber irgendwo ist hier noch ein kleiner Wurm. Ich glaube, der Wurm liegt hier begraben. Ich hatte das im Contour-Forum mal geschrieben. Also mein Inhaltselement ist ja das, was dann angezeigt wurde bei der Inhaltselemente-Auswahl. Und hier muss, was muss dazu gewesen werden? Ich glaube, die Klasse für das Inhaltselement. Content-Klasse. Vermute ich jetzt mal. Ich glaube, die Klasse. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Ich gehe mal auf zurück. Ah, schon ist es da. Es funktioniert. Das ist die Ausgabe. Wahnsinn. Ja. Dieser kleine Fallstrick mit der Config PHP. Also beachten wir Content-Element einbinden unter den Inhaltselementen. Das ist dann, wie gesagt, diese Inhaltselementauswahl. Das erste Element weist dann praktisch den Bereich zu, Textelemente, Akkordeon, Content Slider oder eben, wie wir eben gemacht haben, Schachelemente. Dann der zweite Name praktisch das, was darunter ist und zugewiesen wird die Klasse, die für dieses Element zuständig ist. So einfach ist das. So, wenn wir jetzt aber nicht in Schach reingehen wollen, sondern unser Element woanders in anderen Elementen, in anderen Bereichen verstecken wollen, da müssen wir mal in den Core schauen. Und bum, 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 Config. Config PHP. Und bei TLCTE, genau, hier gibt es ein Array. Da gibt es hier Textbereich, Akkordeonbereich, Sliderbereich, Linksbereich, Mediabereich, Filesbereich, Includesbereich. Mein Bereich hieß Schach und ich wähle jetzt mal Textbereich.
Da füge ich das dann ein. Also nicht bei Schach, sondern bei Texts, ja. Dann aktualisieren wir mal. Und mein Elementtyp taucht jetzt unter den Textelementen auf. So einfach kann man das dann zuweisen. Das mit dem Berechnen ist interessant, weil in Contao gibt es zurzeit zwei Leute, die Schachelemente programmieren. Das bin einmal ich und einmal jemand anders. Und mein Kollege, der war etwas schneller und der hat seinen Bereich einfach Schach genannt. Theoretisch hätte er das eigentlich eher Englisch benennen sollen, wie mit Chess. Und dann ist es halt etwas internationaler und dann kann man dann halt seine Übersetzung dazu machen. Die Standardübersetzung. Also da sollte man sich dann auch absprechen, wie man, wenn mehrere Leute an irgendeinem Projekt beteiligt sind und ihren Bereich da machen wollen. So, das wäre es jetzt eigentlich zu Inhaltselementen und mit diesem Grundwissen sollte eigentlich jetzt jeder sein erstes einfaches Inhaltselement programmieren können. Nicht vergessen, diese Einbindung in der Config.php, Zuweisung der Klasse, dann unsere Klassendatei, wo vom Content-Element Klasse geerbt wird. Compile-Funktion, zuständig für die Ausgabe. Die Ausgabe wird ins Template geschrieben, was wir natürlich auch angelegt haben. Und hier ist das Template. Und dann schreibt man hier sein Zeug rein, was man braucht. Und hier kann man noch alles mögliche andere machen. Aber das ist dann schon etwas für Fortgeschrittene. Aber der Anfang sollte gemacht werden. Ja, das war's dann für heute. Tschüss.